Jonas, willst du jetzt schon wieder Mähen? Ja. Ich glaube, Mähen brauchen wir noch gar nicht, oder? Weil... Da drüben das Feld ist sowieso noch nicht fertig. Ja, ich weiß, aber wir haben ja noch so viel Gras. Nein, macht weiter. Mäht. Dann kriegen wir das normale Silo vielleicht voll. Okay. Was also, bringt uns das? Ja, sind die dann produktiver? Ja, keine Ahnung, aber dann können wir einfach immer mal eine Schaufel reinschmeißen. Ich mache hier nur mal ein bisschen schneller, damit hier das Dingens schneller weil das müssen wir ja dann auch abdecken, weil das gerade bei 13% Okay. Also, da der Getränkeautomat nicht mehr funktioniert, wurden sie angefragt, mehrere Kisten mit Soda zu liefern. Zeitlimit 5:17, Belohnung 8.500. Benötigt Ausrüstung von Teil mit Palettengabel. Ich hab gerade einen Weidemann. Okay, soll ich mal annehmen? Nein. Nicht? Nein, weil wieso, ich muss die Gabel wegbringen. Dann stellst du um auf 5 Minuten, dann kannst du in 5 Minuten nochmal Mission machen. Meinst du? Oder 10 Minuten am besten. Ja, okay. Okay, dann warten wir halt, bis du da fertig bist. Bis du da endlich mal in die Pette kommst! Weil ich bin fast bei der Kuhweide. War gerade über die beste Straße. Dann warte ich hier mal, bis das Feld gewachsen ist. Mal gucken. Wie weit ist eigentlich der Raps? Das meine ich ja. Wir haben ja schon das erste Mal geerntet. Ich habe jetzt ja hier schneller gestellt, damit es schneller wird. Stell mal die Schaufel hier neben den Stall. Mann, sind das halt. Ich glaube, also das ist total überbelichtet, finde ich. Huch, da ist gewachsen. Das brauche ich jetzt nicht. Okay, jetzt kann ich ja wieder runterstellen. Denkst du, auch normal reicht? Achso. Ja, okay. Denke. Also, nicht wundern, dass ich hinten komische Kräfte fahre und ständig am Liegen und. Das ist ganz toll. Jonas. Komm, meine Mutter ist an und bringt mir Espresso. Jonas, man hört überhaupt nicht, dass du leckst. Überhaupt nicht. Kein Stück. Ich weiß nicht, warum ich leck. Weil du hochlädst. Nein. Weil mein Mikrofon so nass ist. Dein Mikrofon ist so nass und deswegen leckst du. Ja. Weil das Problem ist halt, wenn das nass ist, wird es so wie so ein... Dieser Blutschutz, wenn nicht funktioniert, der wird dann zu so einer Kugel. Und kommt dann kein Stück durch. Erst wenn du mal so richtig in deinen Anschluss, wo du dein Mikro reinsteckst, reinsabberst, vielleicht kriegt er dann dein PC einen Kurzschluss. Nein, das glaube ich nicht, dass dein PC einen Kurzschluss kriegt, aber wenn deine Spucke mit genügend Mineralien vermischt ist, dann leitet das alles vielleicht besser. Ich bin toll. Ich finde das Thema gerade so geil. In den Anschluss reinsabbern. Ich habe gemerkt, irgendwie hat mein Anschluss vorne an meinem PC manchmal einen Wackelkontakt. Warum auch immer. Auf jeden Fall, wenn ich vorne mein Mikrofon ohne das Adapter oder ohne den Adapter reinstecke, dann, wenn ich dann ein bisschen drin rumwackel, dann hört man mich manchmal überhaupt nicht und manchmal hört man mich gut und manchmal rauscht Mike, willst du dann gleich Mission? Ja, Mission machen. Ja, weil ich bin gleich bei der Schafsweide. Ja, okay. Kannst ja schon mal machen. In 5 Minuten bin ich dann... Also, ich habe eingestellt, dass in 5 Minuten eine neue Mission kommt. Dann können wir ja dieses Mal auch 2 Missionen machen. Oder 3 Missionen sogar. Ich würde 2 machen. Praktisch alle 50 Minuten Neues. Mhm, und ja. Dann schicke ich euch nach der Aufnahme mal die Mods. Ja, kannst du ja machen. Oder den Link. Weil für die 3 Mods finde ich auch den Link. Sind denn die Mods einigermaßen kaufbar oder sind die so total überteuert? Weil sonst könnten wir die nämlich noch schnell bearbeiten, dass die so einigermaßen viel kosten, also dass sie nicht zu wenig kosten. Der aber eine halt kostet so 40.000, der andere 29.000, wo ich dir vorhin schon im Bus drüber erzählt habe. Ja. Und der Deutz müsste 6 oder 8.000 kosten. Okay, ja, das geht ja noch. Ja, nur manche also Mods, eine die kosten ja so wenig. Oder so. Wie bei LS11, da hatten wir ja den Fendt, der hat ja nur 24 Euro gekostet. Das war ja ein bisschen zu wenig. Was willst du da? Willst du eigentlich dann, bei LS11 dann... What the fuck? MP-Track und so wieder reinmachen, oder? Ja, ja, Multiplayer. Aber das ist jetzt noch alles geheim! Ich weiß, das schneiden wir raus. Ja, genau. Du
Du naja, aber das habe ich ja schon angekündigt sozusagen. Ich habe nur noch nicht gesagt, wann und wie und wo und warum und weshalb überhaupt und so. Ja. Mike, soll ich mähen und du spadern? Weil ich habe das Problem, dass so das Herz wäre. Ja, warte, dann lass mich das mal, weil Mike muss ja gleich die Mission machen. Es kann von mir aus auch einer von euch die Mission machen, aber es wäre natürlich gut, wenn ich die machen würde, dann würde man mal ein bisschen anders sehen als nur hier unseren Hof. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ich kann nirgendwo einsteigen. Warum nicht? Ja, ich kann nur hier bei dem Roten und beim Dings. Was soll ich denn machen? Dröschen oder schwarten? Ich weiß nicht. Jonas, was willst du machen? Jonas, ja dann. Wegfahren! Warte. Nein, dröschen. Ich hab jetzt mit, was wir machen möchten. Soll. Weil schwaden kann ich nicht. Ja, okay, dann mach ich das. Ja, dann gib mir einen Trecker. Oder soll ich das mit dem Brot machen? Kannst ja mit dem Gelben machen. Nein, der steht da. Oder wo steht der Gelbe? Der steht da. Jetzt. Ist Not, das Gewicht anhängen. Ja. Im Meter hab ich. Was kann Jonas dann machen? Also die Mission macht er auf jeden Fall nicht. Nee, das ist vielleicht besser. Vor allem, wenn es jetzt so leckt und weil er ja sowieso nicht fahren kann. Brauche ich für den Schwader wirklich ein Gewicht? Nö, eigentlich nicht, aber kannst ja mal dran machen. Ist lustiger. Also, ich glaube, es steht relativ fest. Entweder wird der Rote oder der Kramer demnächst verkauft. Okay. Okay, also die Wolle ist jetzt gerade bei 26% und wir haben schon wieder 23 Eier. Ich habe doch eben gerade erst welche aufgesammelt. What Wie viel fuck? Geld haben wir eigentlich momentan? 15.132. Willst du noch was zurückzahlen? Ja, wollte ich eigentlich schon machen, so dass wir erstmal alles zurückzahlen. Wir haben zurzeit noch 100 aufgenommen, also 100. Der neue Metrischer kostet um die 200.000, glaube ich. Ne? Oh, ihr habt doch was stehen lassen, mach das weg! Aha. Ja, das war halt eben noch nicht reif. Okay, die Mission Haute Cuisine. Die Bewohner einer Urlaubshütte haben unerwartete kulinarische Ansprüche, die sie mit einer exklusiven Lieferung zufriedenstellen sollten. Soll ich das gerade mit einer. Ach, das habe ich nur was gesehen, weil es so übel geleckt hat. Ich habe gerade erst gelesen mit einer sexuellen Lieferung. Nein, okay. Zeitlimit 1,46, Belohnung 5,6000. Was? Und 5000 Euro nur? Ja, benötigte Ausrüstung, Frontlader mit Palettengabel, das mache ich einfach. Jetzt muss ich nur gucken. Na gut, eine Minute, das geht eigentlich, also fast zwei. Ups, ich wollte Map da. Ich warte einfach. Wo muss ich denn hin? What the fuck? Warte mal, kriegt man das auf der Map ganz weg? Warum kriegt man auf der Map nicht angezeigt, wo man hinfahren muss? Das ist doch scheiße. Ja, du musst, wenn es zu weit weg ist, kann sein. Oh, nein, ich meine jetzt. auf der großen Map. Jetzt hab ich das Flugzeug auch noch mit zusammengeschwadert. Lalala. Ich meine jetzt eigentlich auf dieser Dings-Map. Achso, ja. Wenn du ins Menü reingehst. Ins ja, genau. Auf Essen. Naja, mal gucken. Okay. Ja, genau, Escape. Und, naja, mal gucken. Ich könnte ja auch mal gucken, ich könnte ja hier mal wieder ein bisschen mit Cheat Engine rumspielen und dann... Ne, das können wir ja schon. Highspeed! Ich war gerade irgendwie ein bisschen dämlich, aber ich war gerade im Kreis. Du bist gerade irgendwie ganz schön leise geworden, als du in dein Mikro gehustet hast. Ja, das kennst du doch vom Klopfen und so, ne? Hm, ja. Wenn man draufhaut. Ja, man haut ja eigentlich auch nicht auf ein Mikro drauf. Machst du auch öfter. Und Jonas frisst immer sein Mikro auf, so wie er es gerade schon wieder demonstriert hat. Ich muss mich jetzt mal kurz muten. Und zwar kann ich mal gucken, ob ich das da hinkriege. Ja, das viel Spaß. Ist mir so leck. Bis gleich. Viel Spaß. Endlich, Rarik. Ich glaube, er hört uns immer noch. Er hat gesagt, er muss sich muten. Er hat nicht gesagt, dass er weg ist. Verdammt. Stimmt, dann hätten wir ja schon gehört, disconnected. Ja, nee. Das heißt ja auch nicht, dass er gleich disconnected, nur wenn er weggeht. Weiß. Nein, danke. Alles. Besser? Weg. Ich glaube, ja. Aber... Es hat noch nicht viel gehört von dir. Also man hat noch nicht viel gehört von dir. Ey, da guck mal, jetzt mal. Mein... Ich baue eine Spielrade. Oh. Geht das besser? Ja. Ein bisschen, aber nicht sehr viel. Ja, ganz trocken. Ich soll ins Bad das Föhnen.
kann's ja mal machen. Schönste Schirm während der Aufnahme, ohne dass du dich mutest, garantiert.